Hey Leute und will. Nein. Ist es rieselig Regen? Hey Leute und willkommen zu einem Regenrennen hier in Aserbaidschan. Baku, wir fahren Baku, unsere Lieblingsstrecke, Leute. Letzte Saison, vorletzte Saison, so. Immer also rausgeflogen. Ja, das ist so. Super, super cool. Schaut bei beiden Kanälen vorbei, rechts und beim E verlinkt, denn wir fahren das aus beiden Sichten. Bestenfalls beide Videos nebeneinander öffnen, weil dann seht ihr das gleiche Rennen aus beiden Sichten, weil wir wahrscheinlich nicht viel cutten werden. Und wenn, dann also, immer die gleichen Cuts machen. Regen. Jetzt erstmal Regen im Qualifying, erst am Ende, im Rennen erst am Ende Regen. Und ich glaube, das hat das Ende. Wenn wir das da kommen wir eh nicht an. Es gibt kein Ende für uns. Also deswegen, darum müssen wir uns keine Sorgen machen. Also wirklich, Leute, das ist eine schreckliche Strecke. Es lief für uns bisher super. Ich bin zweimal Erster geworden. Jan ist einmal Erster hochgestellt. Mann, Jan ist einmal Erster geworden. Und wir haben uns jetzt nochmal gesagt, hey komm, Renault und so gut, das passt nicht zusammen. Das habt ihr bestimmt auch in die Kommentare schon geschrieben. Bei uns ist jetzt, wir nehmen das gerade auf, wo das zweite Rennen erst online gekommen ist. Jetzt kommt es erst online in 20 Minuten. Das ist verrückt. Ja, ich bin gespannt. Wird super. Oder? Ja. Schwierigkeit hochgestellt, einmal, ja. Ordentlich nochmal ein Stücken. Und schauen wir mal, wie das jetzt wird. Wie gesagt, Aserbaidschan ist aber eine Scheißstrecke. Also, keine Ahnung. Jan hat irgendeine neue Taktik, hat er mir verraten. Aber wie genau diese Taktik funktioniert, das weiß ich nicht. Aber das wird bestimmt cool. Also, wenn ich Regen... Dabei noch mal ich sehe es. Ich gucke dir jetzt ein bisschen zu. Einzustellen, weil das irgendwie hat sich da alles bei mir noch verändert. Ich gucke dir jetzt ein bisschen zu. Ah, so ist schon besser. Ich muss mal ein bisschen lauter machen, ich höre dich fast gar nicht. Ja, also ich habe zwei Runden oder so Testfahren gemacht und also ich habe angefangen auch eine private Karriere zu fahren. Was, aber, echt? Bis Baku bin ich auch noch nicht gekommen. Als ob, ich habe gar nichts mehr gefahren. Aber Regen bin ich bis dahin auch nicht nochmal gefahren, also das macht mir natürlich jetzt alles nochmal kaputt. Aber davon abgesehen wäre ich natürlich sowieso hier krass gewesen in Baku. Fährst du gerade? Ja, jetzt fahre ich gerade wieder. Bot. Der Bot wäre nicht so geil. Ja, wie gesagt, also ich bin gar nicht mehr gefahren. Wusste ich gar nicht, dass du eine Karriere gestartet hast und so, aber bestimmt cool. Kannst du mal sehen, ja, ja. Das wird auf jeden Fall kritisch jetzt dann für mich. Ja, für aber mich auch. Also Regen sind wir selten gefahren. Regen sind wir selten gefahren und jetzt die neue Saison sowieso gar nicht noch. Also ich bin Regen, glaube ich, seit, keine Ahnung, 6 Monaten nicht mehr gefahren oder so. Keine Ahnung. Sau lang her. Ich habe irgendwie gar keine Lust. Aserbaidschan ist schon mal scheiße. Ich weiß gar nicht, ob es schlau Regen ist. Ist scheiße. Auf du rutschst. Max und so total, also ich so weiß es auch nicht, hohe Einstellungen zu fahren. Normal. Oder ob das für uns eher gefährlicher ist. Ich glaube schon, dass es gefährlich ist, aber normal musst du es schon machen. Weil es ist schon... Ich meine, das Qualifying, das wird einfach scheiße. Wenn ich im Rennen ein bisschen weiterkomme, okay. Ich glaube, wir starten von weit hinten. Ja, aber wir werden auf jeden Fall von weit hinten starten. Letzte Saison sind wir auch 19. bin ich gewesen, du warst 20. Also. Ja, das stimmt, ja. Wir haben uns da nicht viel verbessert. Oh, oh, oh. Oh, und jetzt kommt Bottas ja, raus. Ich was ich ist das denn für ein Fisch? Ein Fisch. Oh ja, gelber Frontflügel. Er fährt immer auf Ich konnte nicht mehr bremsen. Und der hat mir auch keinen Platz gemacht. Ja, das ist richtig häslich. Vor allem in der ersten Kurve. Ach, wenn ich das schon sehe. Ich fahre ja noch nicht, ne? Ich glaube, zum Ende des Qualifyings wird die Strecke noch besser. Wenn ich das schon sehe, also, ne? Wenn ich natürlich nur so weit besser, wie sie besser sein kann, werden, tun, sein. Das ist immer scheiße, aber... Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Hier bin ich gestorben beim letzten Mal. Wir rechnen damit, dass der Starkregen in etwa 15 letzten Minuten Saison. Nachlässt. Also er sagt, dass der Starkregen in einer Viertelstunde nachlässt. Und ja, dann bis dahin ist das Qualifying schon vorbei. Ja. Also von daher glaube ich nicht, dass es viel besser wird. So ein bisschen Wie müsste gesagt, sich die Strecke ja einfahren. Ich fahre noch nicht gerade, aber ich habe schon keinen Bock. Hier bin ich mal gegen die Wand gefahren, genauso ja. wie du gerade eben. Und danach bin ich, weil ich den Frontflügel hatte, in dieser Geraden, ja, in Anführungszeichen, weil sie ja mit Kurven ist,
da konnte ich mich dann nicht mehr halten. Bottas also. Ist doch in der Outlap. Ich würde dir empfehlen, aufzupassen, weil mit dem Frontflügel bin ich letzte Saison, wie gesagt, auf der Geraden in die Wand gefahren. Deswegen würde ich da aufpassen. Du kommst nicht so gut um die Kurve rum. Du musst in der Geraden jetzt... Ich komme um keine gute Kurve rum, hier, auch wenn hier ich Start Ziel musst du jetzt langsamer tun, weil sonst hast du ein Problem. Langsamer tun? Ja. Pass auf! Hilfe, pass auf! Ja, mit Bandini for Speed. Genau die Wand habe ich gemeint, weil da bin ich letzte Saison gestorben. Genau da, wo du jetzt drin warst. Bottas ist einfach in der Inlap schneller, in der Outlap schneller als du gefühlt. Sechster bin ich. Krass. Rundenzeit 2. Wohin fährst du denn? Ja, ich wollte den vorbeilassen. Ich dachte, du fährst jetzt in den Notausgang, aber so, ja, keine Lust mehr. Nee, ich wollte den vorbeilassen. Da stehen. Weil ich ja jetzt wieder reinfahre, weil mein Frontflügel ja kaputt ist. Es sind 19 Leute draußen. Was ist da los? Nur du gammelst rum. Ja, ja, so kennen wir den Mike. Meinst du, ich hab Bock, da jetzt rauszufahren? Dein Tempo Boxenstopp! Er schreit ihn richtig an. Boxenstopp! wir haben hier Temporadar, bist du 14. Alter. Das ist krass, ja. Bin beeindruckt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also sowas meine selten Gutes habe ich nicht gesehen, ey, das ist Wahnsinn. Bin echt gespannt, also die KI-Stärke können wir natürlich an diesem Rennen nicht wirklich messen, nee, glaube ich. Nee, ganz ehrlich, das ist... Auch nicht am Qualifying. Was bist du eigentlich gefahren? Mit Blau, ne? Ja, natürlich mit Blau. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich fahre jetzt auch raus. Oh, er sagt mir... Oh, ich bin nur noch auf 7. Ich habe gerade auf Rausfahren gedrückt. Er sagt mir so, lass es ruhig angehen. Die Strecke ist nass. Ach, echt? Kannst mal sehen. Hätte ich jetzt... Also, das hätte ich nicht bemerkt. Ich wäre jetzt voll durchgebrettert. Ja, das ist ein guter Plan. Ich habe auch Benzin jetzt nichts verstellt, obwohl ich eigentlich wahrscheinlich weniger verbrauchen werde bei Regen. Ich habe gerade gar nicht darauf geachtet, das umzustellen. Aber ich habe mehr Verbrauch. Ich habe eh nicht viel mit, merke ich gerade. Ja, sehr gut. Ich habe weniger als sonst mit. Boah, die Sicht allein ist schon scheiße, ne? Naja, ist alles kacke. Können wir das Rennen nicht absagen? Aber ich glaube, wie gesagt, die Strecke ist jetzt sogar schon besser geworden. Also, ich fahre gleich. Doch, doch. Die. Vielleicht bist du. Man sieht das deutlich, dass. Nee, ich fahre jetzt rein in die Box. Aber man sieht das deutlich, dass die Ideallinie schon einfach trocken gefahren wurde. Also, natürlich nicht trocken, aber. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ist einfach trocken. Trocken, ja. Ja, zwei Runden gefahren ist trocken. Keine Gefahr mehr. Ja, man sieht, dass die Ränder der Bahn viel, also da sind halt ja, richtig ja, 15 und schon. Auf der Ideallinie nicht. Das sieht man schon. Das war am Anfang noch nicht so. Ich fahre nur das eine heißt, Runde auf jeden Fall, so mit meinem Ja, ich fahre auch eine Runde und ja, du fährst ja noch eine, du bist ja schon eine gefahren. Ja, ich fahre jetzt gerade rein. Also ich bin jetzt drin in der Box und du fährst noch eine, oder? Fahr jetzt wieder gleich raus, natürlich. Ja. Natürlich. Natürlich. Hinter mir ist irgendwie Leclerc oder so, der holt richtig auf. Ja. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich traue mich halt auch gar nicht, vor allem gerade in meiner. Ah, fehlt mir Regenreifen. Ja. Das ist ja nett. Ey, diese Typen sind richtig schlau. So, wir haben schon eine kompetente Box. Ja, ja, das auf jeden Fall. Renault ist geil. Alter! Wow! Meine. Facecam ist stehen geblieben. Alter, rutscht man auf der Geraden. Wie bist du hier gefahren? Yo, Leclerc, ramp mich! Dein Frontflügel hat etwas abbekommen. Scheint nur geringfügig zu sein, aber geh es etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlimmern. Ich wollte eigentlich nicht rumschreien heute. Ich wollte eigentlich nicht rumschreien. Aber ich kann direkt wieder an die Box fahren. Wo ist denn die Box hier überhaupt? Gott, ey. Ich starte vom letzten Platz. Ich fahre gar keine Runde mehr. So, ich muss meine Facecam einmal kurz neu starten, Leute, sorry. Währenddessen ist Mike gerade rausgeflogen, das habt ihr leider bei mir jetzt nicht gesehen, aber egal. Hä, hey, was? Hast du einfach alles beendet? Ja, ich musste beenden, ja, weil alles? Wenn ich lost habe und so, ja, musste ich. Ich merke gerade, dass mein Akku nicht aufgeladen war. Nice. Das ist gleich aus.
Ich muss gleich mal gucken. Boah, ich bin ja gerade in der Outlap fast schon in die Wand gefahren. Ich gehe mal runter unter meinen Schreibtisch und lade den anderen mal. Unterhalten wir die Leute. Ja, das ist geil, was hier gerade passiert, Alter. Links, rechts, oben, unten. Reifen schön warm fahren, gleich eine schnelle Runde. Ich bin immer noch 7. Platz. Vielleicht starte ich mal vor Mike. Aber vor Mike auf dem 19. Platz starten ist natürlich auch nicht geil. Aber Alter, alle meine Stecker waren voll. Ich habe jetzt schon irgendwie Angst gehabt, dass ich das Lenkrad ausstecke oder so. Komm ich wieder ans Lenkrad? Oh, geht nicht. Was glaubst du, auf was für einen Platz qualifizierst du dich fürs Rennen? 20. 20, glaubst du echt? Also ich bin sau schlecht gefahren gerade in meiner schnellen Runde. Also nicht in meiner schnellen, ich hatte ja nur eine Outlap, aber ich wollte gerade die schnelle fahren. Und da bin ich sau schlecht geworden. Und dann wurde ich in die Wand gerammt. Ich kann jetzt nur kurz eine schnelle machen und dann ist vorbei. Wie viele Minuten haben wir denn eigentlich? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Nicht viel, glaube ich. Wenn man eine Facecam bleibt jetzt nicht nochmal hängen. Also Scheiß, ich fahre gerade nochmal raus. Ich bin jetzt gerade, biege ich auf die Startzielkurve. Oh, Alter. Ja, links, rechts, oben, unten. Oh, Leclerc ist auch hinter dir, oder? Irgendwer ist hinter mir, aber ich sehe es nicht, wer. Ich will mich auch nicht umdrehen jetzt. Leclerc, der ist super, der hat mich weit weggenommen. Kann ich mich ja nicht umdrehen? Was habe ich da eingestellt? Ah, hier. Ah, gut zu wissen. Das ist eigentlich eine gute Taste. Kann man schnell mal machen. Den linken Schalthebel, den VIP-Dings da. VIP-Dings da, den linken Schalthebel. Womit schaltet man doch? Ja, ich schalte hier aber nicht. Nicht? Nein. Oh Gott. Boah, ich bin jetzt schon 4 Zehntel schneller, Alter. Ich sag ja, die Strecke wird geil, ey. Ich werde hier gleich erster Platz. Ich lache mich tot. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt noch eine fahre, eine gute oder nicht. Also ich muss ja eine fahren, das ist ja klar, aber ich weiß nicht, ob die gut wird, das meine ich damit. Wieso weißt du das nicht? Naja, weil die jetzt wahrscheinlich alle rausfahren, wenn ich da bin. Dann habe ich jeden vor mir, so gut bin ich nicht. Ich meine, ich merke es gerade selber, die Strecke war viel schlechter in meiner letzten Outlap als in dieser jetzt. Aber ich bin in der Wand, habe einen gelben Frontflügel. Nice. Aber ist egal. Ich fahre aber auch gerade schlecht. Ich muss jetzt die Schnelle machen. Bist du eigentlich jetzt auf Maximum und überholen? Modlab und alles? Ja. So, ich bin jetzt Startziel. Und die fahren raus. Ja, sehr gut. Genau das wollte ich. Okay, geh sanfter mit dem Wagen. So viel Schaden verträgt er auf Dauer. Also eigentlich ist die Strecke besser, aber ich mache auch mehr Fehler, wenn man schneller fährt jetzt irgendwie. 5 Minuten noch. Ja, ich werde gleich auf jeden Fall nacheinander nochmal. Ja, zum Glück ist keiner vor mir. Also die anderen sind zwar mal rausgefahren, aber die sind ein bisschen weiter weg. Und jetzt ist direkt hinter mir einer. Und das ist mir relativ egal. Das war sauknapp. Komm, Mike, Concentration. 4 Zehntel im Plus. Bringt das was? Vielleicht eine halbe Sekunde, wenn ich auf Startziel bin vielleicht. Auf Platz 6, ein Platz habe ich mich verbessert. Durch eine halbe Sekunde schneller, Platz nur ein Platz. Platz 6 ist aber gut. Oh Gott. Also ich wäre mit Platz 6 mehr als zufrieden. Vor allem wenn ja, mit Platz 6 wäre ich auch mega zufrieden. Auch wenn das mittendrin ist, ist es schon heselig so zu starten. Ich bin jetzt schon wieder 3 Zehntel schneller. Wenn es dann nicht regnet, dann ist Platz 6 schon ganz angenehm, finde ich. Ja, und freie Reifenwahl auch für alle. Auch die, die vorne sind, deswegen. Stimmt. Mann, da hätte ich mir weiß startet. Mitnehmen sollen. Oh, eine Sekunde schneller. Was? Über eine Sekunde bin ich gerade schneller, ja, ja. Oh, lila Sektor. Hatte ich noch nie gehört. 1,5 Sekunden schneller, 1,6 Sekunden schneller. Roter Frontflügel. Passiert. Baku ist einfach meine Strecke. 2 ja. Sekunden schneller. Klar, roter Frontflügel, das ist jetzt nicht so praktisch, aber ich bin Startziel. Da darf ich jetzt nur nicht rausfliegen durch den Frontflügel. 2,5 Sekunden schneller. Ich habe ein bisschen langsamer getan. Was ist jetzt mit dir los, Alter?
Komm bitte, wenigstens Platz 10 oder so. Das könnte sogar gut werden, ich weiß es nicht. 3 Sekunden schneller. Ohne den roten Frontflügel wäre es noch besser. Ich bin Dritter! Danke, yes. Die Strecke wird richtig schnell. Aber ihr überholt mich dann noch alle, wenn die schnell wird. Muss ich eigentlich nochmal eine Schnelle fahren? Ja, eigentlich direkt jetzt hintereinander immer weiter aber schnell fahren. Aber ich bin halt auf Rot, ne? Mit dem roten Frontflügel. Und mein Benzin ja, hält egal. Auch nicht mehr lang. Der Regen lässt in etwa 5 Minuten nach. 3 Sekunden, ich bin genau 3 Sekunden schneller. Mal gucken. Boah, Erster. Was? Ja, 3 Sekunden ist ja auch fast, Alter. Oh, scheiße, jetzt habe ich auch... Ja, okay, die Runde kann ich nicht schnell fahren. Krank, Junge. Krank. Das war echt eine krasse Runde, fand ich. Was bist du damit denn ich nicht für eine gerechnet. Maschine, Alter? Jetzt gewinnt er hier noch Aserbaidschan. LOL! Reifen weg! RIP! Hilfe, ich stehe irgendwo auf der Strecke. Hoffentlich. Oh mein Gott, was war das? Ja. Hätten wir das auch geklärt mit meiner Schnellrunde. Ja, dann schaue ich dir noch ein bisschen zu und mach Bilder im Regen. Alter. Sehr gute Idee. Oh, Verstappen war einfach vor mir. Genau hier, wo du jetzt bist. Und ich bin einfach viel schneller gewesen als er, wollte an ihm vorbeiziehen. Ich glaube, er wollte ausweichen und mich vorbeilassen, weil er in seiner Outlap war. Und ist auch rübergezogen und ich bin ihm voll reingefahren und dann war der Reifen weg. Das ist ärgerlich. Ich meine, ich wäre wahrscheinlich eh nicht viel besser gefahren. Vor allem mit dem roten Frontflügel, also, naja. Aber passt schon. Solange ich nicht letzter bin und so sieht's nicht aus, ist das super. Ja, aber jetzt weiß ich nicht, 30 Runden oder so, das wird natürlich also. Also 30. Boah, oh, 30, ja, ich auch einen gelben Frontflügel. 30 Runden Aserbaidschan, das wird schon häselig. Ja, ja. Also das wird wirklich kacke. Aber immerhin, wenn ich vorne wegstarten kann, habe ich krass, vielleicht ey, dass ja schon mal. Du Erster bist, Alter. Warum sind wir jetzt so gut auf einmal? Aber das ist jetzt zum ersten Mal, dass nein, einer sich in dieser Saison den Reifen abfährt. Ja, das stimmt. Das ist das erste Mal. Das erste Mal, dass ich auf Platz 1 stehe im Qualifying. Starte, ja, stimmt. Das war sonst immer. Und das, obwohl es Aserbaidschan ist, meine Zweithassstrecke. Bei mir ist es die Ersthassstrecke. Wobei, vielleicht finde ich Spanien noch ekliger. Und Spanien kommt ja gleich danach direkt. Und dann kommt Monaco und so. Alles Monaco so finde ich geil. Nee, Monaco ist meine absolute Haarstrecke. Also Monaco ist schon schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich Monaco ist noch viel schwieriger als Aserbaidschan. Aber ich habe Monaco ja beides Mal gewonnen, beide Male gewonnen. Von daher finde ich das eigentlich gar nicht so schlimm. Also wenn ich mich konzentriere, ist es krass. Was gerade richtig geil war, ich oh, habe was? Ich mega, bin doch nicht Erster. Ich habe ein mega geiles Thumbnail gemacht, wo du jetzt in der Box standest und die alle vor dir standen. Das war ich glaube nicht, dass ich Erster... Ja. Ah doch. Ich bin Neunter, okay, bei, das geht auf jeden Fall, ja. Wurde gerade bei mir so. Ich bin eine Sekunde schneller. Ich habe ja gesagt, hoffentlich Bottas, Platz Hamilton 10. Da, ja, dann Ferrari jetzt und dann die ganzen... Boah, das ist doch scheiße. Ich habe ja gesagt, hoffentlich Platz 10, das ist so ein realistischer Platz für Renault, finde ich auch. Zum Starten. 2,6 Sekunden ungefähr schneller als Mike. Aber der hatte natürlich, also Voraussetzungen sind ja auch ganz anders gewesen. Ja. Einen roten Frontflügel und dann keine zweite mehr gefahren, nur eine. Dachte, das war meine naja. Lift-and-Coast-Taktik alles. Ja, das ist klar, ja. Das, daran hat's gelegen. Oh, der Akku. Woran hat's gelegen? Das fragt man sich danach immer. Woran hat's gelegen? Der Akku ist geladen, das ist sehr gut. Den muss ich dann wahrscheinlich gleich wechseln. Ich hoffe, ich höre mich übrigens nicht verschlafen, weil ich bin. Viel Spaß! Er wünscht mir viel Spaß, Alter. Oh, die geil. Sonne scheint, das ist ja so angenehm. Ja, ich mache rot-gelb. Ja, ja, als ob man ja, was anders machen würde. Die andere Strategie ist einfach 10 Sekunden. 26 länger. Unten. Dann nehme ich natürlich meine Lift-and-Boost-Taktik ist auch gleichzeitig sehr benzinsparend. Deswegen nehme ich nur für 6,6 Runden. Ja, für 6 Runden nehme ich nur Benzin. 26,6 Runden. Mehr schaffst du wahrscheinlich nicht, hast du jetzt so getippt, ne? Mehr als 6. Ja, dann will ich die immerhin schnell fahren.
Ja, mehr als 6 Runden brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. So abgehoben, der Jan. Das hatten wir echt selten. Auch letzte Saison, auch diese. Dass du jetzt Erster bist und ich irgendwo mitten im Pulk. Ja, ich habe erstmal meine Vorderradbremskraftverteilung nochmal ein bisschen verteilt. Oh, stimmt. Das vergesse ich jedes Mal. Du musst mich ja, bitte immer dran erinnern. So, Reifen warm fahren. Links, rechts. In die Wand. Links, rechts, in die Wand. Boah, das wird so... Scheiße. Krass, Alter. Boah, ich habe auch richtig Angst jetzt auf Trockenem. Wie die NPCs halt, jetzt hier fahren. Aber das halt ist ja auch immer, also ihr, die Leute, die mehr F1 schauen oder selber fahren, wissen, dass man kann so viel bei der Stärke natürlich auch verstellen, aber die KI-Stärke ist auch von Strecke zu Strecke immer total unterschiedlich stark. Also zum Beispiel in China sind die meistens richtig kacke. Bei Aserbaidschan weiß ich es nicht, weil da haben wir keine Erfahrung, wie die im Rennen sind. Ist halt echt so, wir sind einfach nie weiter als die dritte Runde gekommen, Mann. Das ist schon traurig. Ah, die sind bestimmt gut. Vor allem auf unserem krassen Schwierigkeitsgrad sind die bestimmt super. So, gleich nicht vergessen, ERS und Benzin und so hoch. Ja, sag mir bitte, wo er übernimmt. Wenn er übernimmt, sag einfach, schrei einfach. Ja. Weil ich bin ja ein Stück hinter dir. Ich bin jetzt auf der Geraden, er übernimmt immer noch nicht. Jetzt hat er übernommen. Also er ist wirklich, wenn es so richtig, richtig gerade ist. Ja, vorher kann der Bot nichts. Wow, ich wäre fast in die Wand gefahren, weil ich gerade auf mein ERS geschaut habe. Ja, jetzt hat er übernommen, perfekt. Leute, Leute, okay. Leute. Ja, meiner fährt also einfach volle Kanne durch, die anderen durch. Die Distanz bis zur ersten Kurve ist nicht wirklich vorhanden. Also die ist nicht vorhanden. Was gut sein kann, kann aber auch schlecht sein, weiß ich nicht. Aber ich starte außen. Das ist natürlich auch ein bisschen. Aber die Ideallinie ist auch außen. Also vielleicht. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht ist.